Die Geschichten von früher, die Großeltern als ein Teil der Familie sind für viele einfach nicht wegzudenken. Sehr schön. Es wird prominent bei uns und wir gehen den Fragen nach, warum Happe Kerkeling die Ansichten eines Schneemanns teilt und warum Angelika Milster ihre Tournee unterbricht. Mehr jetzt in Brisant Prominenz. Mit einer Schocknachricht, die gerade Hilaria Baldwin, die Ehefrau von Alec Baldwin, zu verkraften hat. Eigentlich freuten sich ja beide auf ihr fünftes gemeinsames Kind, doch die 35-Jährige hat das Baby verloren. Für die Yogalehrerin war es bereits die sechste Schwangerschaft. Ja, und neben Tochter Carmen hat sie noch drei gemeinsame Söhne mit dem Schauspieler. Ja, und jede am 20. November im Kino zu erleben, und der Schneemann hat es Harpe wirklich angetan. Warum, das verraten wir jetzt. Also viel, viel Jubel für Harpe Kerkeling und wir bleiben mal noch so ein bisschen auf dem roten Teppich. Es wurde um die Wette geglitzert vor dem Theater des Westens in Berlin. Künstler gegen AIDS hieß es am Abend und da ließen sich die Stars nicht zweimal bitten. Die Künstler des Abends verzichteten wie jedes Jahr auf ihre Gagen. Ja, und die Muse brach sogar ihre Deutschland-Tournee, um bei dieser Gala stimmgewaltig aufzutreten. Hier sehen wir sie auch. Ist sie unfair. Und weitere